Servus, meine lieben Freunde von der Aggression. Wir spielen heute Act of Aggression. Ich auf der einen Seite und Manu auf der anderen Seite. Hallo, Lulu. So, wir sind jetzt hier im Startmenü vom Multiplayer. Manu ist der Host. Wir haben schon alle Einstellungen vorgenommen. Wir sind Team Rot, spielen heute gegen Team Blau. Ja, oder würde ich sagen, dann können wir gleich mal losfetzen. Exactly. Das würde ich auch so sagen. Ich bin der Horst, deswegen starte ich jetzt einfach mal das Game. Alles klar. Und was schon sehr positiv ist an dem Spiel, es lädt unglaublich schnell. Richtig. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Tada! Und da sind wir schon. So. Okay, ich geht schon wieder nicht durch. Wo bin ich? Ah ja, okay, wir sind links, richtig? Ja. Also ich bin die US Army und Manu, du bist Chimera? Ich bin Chimera, wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Moment, ich bin überfordert. Wie drehe ich nochmal ein Gebäude? Ach ja. Oh, scheiße. Das ist... Boah. Manu? So, jetzt. Ja. Ich glaube, wir können es gleich mal wieder ändern. Beziehungsweise, vielleicht kann ich es auch hier ändern. Was denn? Ich muss den In-Game-Sound. Ja, das kann ich hier ändern. Ich muss den Allgemein-Sound ein bisschen runterschrauben, weil ich werde taub. Ja, dann. Mach das mal. Oh, währenddessen baue ich hier meine erste Raffinerie mit meinen kleinen Logistikfahrzeugen, damit ich ordentlich Ressourcen sammeln kann. Es gibt nämlich hier Erdöl, sieht man hier im Bilde. Ja, ich zoome mal näher ran. Ups, wenn ich es finde, hier, genau. Beachte auch die Details, sehr schön, wie es, was auch immer es da tut, tut. Es gibt also eine Währung hier in diesem Spiel. Das ist halt Erdöl, beziehungsweise dieses Zeichen hier oben, Dollares. Sieht nicht aus wie Dollar, soll aber Dollar sein. Geld. Und damit kauft man sich sämtliche Gebäude, Einheiten. Oh, jetzt hat er was kaputt gemacht. Luftschläge und sonstige Dinge. Außerdem gibt es hier noch eine andere Währung. Blödsinn, eine andere Währung, eine andere Art an Geld zu kommen, nämlich diese Banken. Die ist jetzt hier noch nicht sichtbar, diese besetzt man mit seinen Soldaten, das würde ich gleich mal versuchen. Und dann generieren die einfach durchgehend Geld, bis die Bank halt leer ist. Ja. Money, money, money. Genau. So, und bei mir sieht man jetzt hier meine kleinen Soldaten, die aus der Kaserne rausströmen. Ich mache die jetzt mal bereit, um, wie von Manu gerade erwähnt, die Bank einzunehmen. Jetzt ist was die Frage, hier habe ich eine Bank, genau, auf meiner Insel, zack. Ich klicke zu mir dann einen Rechtsklick drauf. Hier sehe ich dann auch, wie viele Soldaten reinpassen in die Bank. Je mehr Soldaten drin sind, ja, je mehr Soldaten drin sind, desto mehr Geld kassiere ich auch. Also es reicht nicht ein, reinzocken. Also ich glaube, es sind 6 Stück, wenn ich richtig gezählt habe, sind 6 Manu, oder was sagst du? Exakt. Also 6. Ja, man muss da schnell sein, weil... Ja. Weil sonst rennt Manu hin und nimmt da alles weg. Ja, genau. Ich schicke jetzt mal 7 hin, einer bleibt draußen und übernimmt ein anderes Gebäude. Also auf jeden Fall, je mehr Leute drin sind, desto mehr Geld generiert ihr aus dieser Bank. Pro Soldat übrigens 10 Credits. Richtig. Und eben so lange, wie die Bank... so lange, bis die Bank leer ist und die normalen Banken haben 40.000 Dollar. Also... Manche Banken, also große Banken und kleine Banken, das ist hier, da wo der Markt gerade hinläuft, das ist so eine kleine Bank, die hat 40.000 Dollar und die größeren Punkte auf der Karte sind die größeren Banken, die haben 90.000 Dollar. Und so. Am Anfang ist es ganz gut, wenn man die besetzt und später im Spiel kann jede Fraktion auch Gebäude bauen, welche dann selbst Geld oder beziehungsweise Dollar generieren können. Das zeigt man uns nachher, zeigt man euch nachher. Ich laufe jetzt oder fahre jetzt gerade hier mit meinem Bulldozer an eine Öl, an ein Ölvorkommen. Eine Öl, 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 Öl. Oh, ich habe schon Feinkorn. Deswegen setze ich jetzt schnell die. Also ihr seht, links oben wird mir angezeigt, dass Manu Feinkontakt hat. Bei mir sieht es nachher ein bisschen anders aus. Ich bin bloß immer alarmiert, um zu helfen. Ja, wir sind ja ein Team, deswegen wird es uns beiden angezeigt. Ja, Team, toll, ein anderer macht's, ne? Richtig. In dem Fall ich. So, also ich habe hier einen Extraktor gebaut, sprich, ich habe jetzt hier Öl angezapft.
Öl und baue direkt daneben eine Raffinerie, aus der nachher kleine Bulldozer rausfahren und das Öl abtransportieren und hier umwandeln. Brauchen wir nämlich, um Credits zu generieren. Vielleicht erzählst du auch einfach nochmal das gleiche, wie ich gerade eben erzählt habe. Ja, ich möchte es einfach nochmal sagen. Das ist auch damit bei der jeder weiß, ich habe jetzt hier einen Extractor gebaut. Ich baue jetzt hier eine Raffinerie hin. Da kommen dann so kleine Fahrzeuge raus und dann wird Geld generiert. Ich möchte einfach nur sagen, bei mir, bei der US Army sieht es genauso aus. Und ich wollte jetzt aufsteigen auf DEFCON 2, um mehr Gebäude bauen zu können. Kann ich aber noch nicht, weil ich noch nicht genug Credits habe. Insgesamt erinnert das Spiel sehr, sehr stark an Command & Conquer Generals und Command & Conquer Tiberium Wars. Auch, dass eine nette Frauenstimme einem grundsätzlich sagt, wenn irgendwas fertig gebaut ist oder... Oder du einfach nur Scheiße gebaut hast. Ja, auch zum Beispiel. Und man kann eben in verschiedene, wie sollte man das nennen, Alarmstufen, Ausbaustufen der Basis vordringen. Man kann sie freischalten. Bei mir ist das, wie nennt sich das hier, Shield-Protokoll oder Sword-Protokoll. Damit kann man dann... Scheiße, jetzt habe ich es auch noch ausgewählt. Nein. Aber ist gar kein Problem. Ich kann das hier auch wieder stoppen, damit ich nicht mein ganzes Geld verpulver. Dann hat man eben Zugang zu anderen Fahrzeugen, anderen Gebäuden und kann sich so Stück für Stück weiterentwickeln, damit man eben nicht logischerweise von Anfang an gleich alle Fahrzeuge und Gebäude und alles bauen kann. Was man auch dazu sagen muss, man kann mit WASD spielen. Bei Strategiespielen wähle ich gern oder spiele gerne mit dem Pfeiltasten, damit ich nicht immer die Maus über den Bildschirm ranziehen muss, um vorwärts zu kommen im Bild. Deswegen normalerweise Pfeiltasten, hier kannst du auch WASD auswählen. Macht. Ist auf jeden Fall. Oder man klickt halt einfach in die Minimap. Ja, aber das mache ich nicht. Also ich bin da nicht der Typ. Macht dann, da ist das nicht zu fein dafür. So ja, bin ich nicht der Typ dazu. Nein. So. Bei auf mir sieht Fall. Man jetzt. Nein, du hältst deine Schnauze. Ich bin aber schon im Shield-Protokoll. Nein. Oh. Also ich habe jetzt meine Gebäudeauswahl vergrößern können, weil ich eine Solaranlage bauen konnte. Ein Feldgenerator. Und kann jetzt ein Feldkrankenhaus, eine Fabrik für leichte Fahrzeuge, ganz wichtig, um schnell von A nach B zu kommen mit den Soldaten. Was kann ich noch? Ich kann noch ein Logistikzentrum bauen. Mit dem Logistikzentrum kann ich mir Bulldozer bauen, die auch meine Fahrzeuge reparieren können. Das sehen wir dann nachher. Die sind äußerst wichtig, wenn du viele Panzer hast, viele Fahrzeuge, um ja, die reparieren zu lassen. Nebenher, wenn du angegriffen wirst, spar dir einfach eine Menge Ressourcen. Jetzt darfst du. Ne, jetzt will ich nicht. Okay, lass bleiben. Wenn wir noch bei mir sind, hier in meiner Raffinerie könnt ihr es sehen, ich kann mehrere Bulldozer bauen, so viel wie ihr wollt. Ich empfehle immer drei, weil einer in dem Extraktor braucht immer eine Weile, bis er eingesammelt hat. Dahinter wartet schon einer. Also drei reichen an sich völlig aus. Nein, du spaßt. Nee. So. Doch. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Fraktion. Meine Fraktion? Ja. Ich habe die US Army. United States Army. Ihr seht auch schon, US Army, man kann diesen Namen verwenden. Früher bei Generals war es ein bisschen anders, glaube ich. Da haben wir immer ein bisschen... Da war es die WA, die Westallianz. Genau, und da gab es noch die Chinesen. Wie die jetzt... Ja, da, sag ich dir. Wie die jetzt genau hießen, ist auch wurscht. Also auf jeden Fall... kannst du hier oder haben wir hier die korrekten Namen, beziehungsweise US Army haben wir ausgelegt auf pure Gewalt. Ihr seht es hier, also ich habe hier die Möglichkeit in der ersten Stufe schon mal Panzer zu bauen. Transporte, gepanzerte mit einer Browning obendrauf oder auch ein Humvee, der von A nach B relativ schnell kommt, aber auch super angriffsempfindlich ist. Und ich sehe jetzt auch schon, ich kann gerade aufsteigen auf DEFCON 2, das wählen wir auch gleich aus. DEFCON 2 einfach, um bessere Gebäude bauen zu können, auch Helikopterlandeplätze, Railguns, um nachher irgendwelche Raketen abzufangen, Flugzeuge abzufangen, aber das sehen wir dann später auch noch genug. Wir müssen auch dazu sagen, wir haben die Gegner auf sehr leicht eingestellt.
Ja, jetzt wird jeder lachen und sagen, sehr leicht Spastis, ihr könnt nichts. Aber was dieses Spiel nicht verstanden hat, ist der Unterschied zwischen sehr leicht, leicht, normal und schwer. Also sobald man diese Penner auf leicht stellt, machen die einen nieder. Das ist kein Scheiß. Die flippen einfach komplett auf. Die drehen durch komplett. Da muss ich Manu komplett recht geben, weil... Also von sehr leicht auf leicht, es ist wie wenn du von... Aha, bei The Witcher, ich will die Geschichte sehen und mich dabei entspannen, so... Ich lass mich von einem Grashalm totbumsen. So ein Geschwätz. Ja, ist so, es ist wirklich so. Also das ist ungefähr der Unterschied zwischen sehr leicht und leicht. So, meine Raffinerie, die generiert... Überall Geld, 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 Schekels. Sehr schön. Bei mir sieht man es auch schon. Ich habe 2 Panzer schon mal in der, in der Bearbeitung, beziehungsweise sind schon draußen. Ich habe nachher die Möglichkeit, die aufzurüsten. Zeige ich euch auch nachher. Und auch einen Landeplatz für Helikopter. Ich habe hier die Möglichkeiten zwischen dem Guardian, also so einem Kampfhubschrauber, einem Little Bird. Kennt jeder aus Black Hawk Down oder auch einem Osprey. Ihr seht auch hier, die Namen sind im Prinzip gleich wie wirklich bei der US Army. Auch mit den Symbolen unten dran, ihr seht, was für Möglichkeiten die haben. Also wenn ich einen Little Bird habe, kann ich Soldaten einpacken. Und auch in den Osprey kann ich nicht nur Soldaten, sondern auch einen Panzer reinpacken. Das heißt, um schnell von A nach B auf einer großen Map zu kommen, nehme ich einen Osprey und als Geleitschutz den Guardian oder 2, 3, 4 oder 20 und dann kommt das Ding auch sicher an. So, damit du mit deiner langweiligen Scheiße nicht weiterreden musst. Und zwar geht's darum... Willst du erklären? Ich habe die Fraktion Chimera, wie auch immer man diese Eumels aussprechen will. Oder auch Kaliente. Oder Kaliente. Fuck off. Ja, und zwar... Ist es so, meine Fraktion stellt... Ja, es ist schwierig. Was stellen die Typen eigentlich da? Ich würde behaupten, dass es so eine Art EU darstellen soll. Nee, es ist so eine Art EU. Ja. Da ist hier zum Beispiel in der Panzerfabrik Fahrzeuge gibt, die zum Beispiel Puma heißen, wie der deutsche Schützenpanzer. Genauso wie es bei den Helikoptern einen Tiger-Hubschrauber gibt, auch wie bei Bundeswehr oder... der französischen L'Armée de Terre eingesetzt. Oh, da hat er Französisch gesprochen. Das ist geil. Hat dich das ein bisschen angetört? Nee, weil ich kann's nicht. Okay. Also sprechen, ja? Ja. Okay. Ja, und auch, es gibt auch so Hellfire-Raketen und Mistral-Raketen. Also es gibt alles so ein bisschen was es eigentlich bei der EU in der EU auch gibt. Würde ich jetzt machen, die nicht funktionieren. Es soll EU sein. Nee, G36 haben die nicht. Meine Soldaten hier haben... ja, die haben halt was anderes. Hier gibt es aber auch... Kalin. Die haben eine FAMAS. Auch französisches Sturmgewehr. Der andere hier hat einen Barrett. Also die haben schon... mehr oder weniger echte Waffen. Ich habe jetzt hier übrigens eine Superwaffe gebaut. Nennt sich Omega Blitzer. Ja, er hat schon eine Superwaffe. Willst du mich verarschen oder was? Junge, manche labern nur dumm und manche spielen halt, weißt du? Ja! Oh, Junge. Ich habe jetzt hast auch du schon Helikopter? 6.500. Ja, natürlich ein Helikopter. Boah. Ihr seht schon, der Manu ist der Checker und ich bin... Spiel halt mit. Ja, man kann, was ich sehr cool finde, man kann diese Kanone oder Superwaffe, wie auch immer man das nennen möchte, nicht einfach abfeuern. Man muss die erst laden mit einer feuerbereiten Lasersalve. Also meine. Jede Fraktion hat eine andere Superwaffe. Bei dir sind es, glaube ich, Atomraketen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, richtig. Genau. Die kann ich aufrüsten dann auf Atom, aber ja. Ja. Oh, ja, sprich. Angegriffen. Ja, richtig so. Oh, das sind eine Menge Panzers. Panzers. Naja, okay, dann greift er voran. Ja, man, die KI ist sehr einfach. Die haben jetzt meinen Panzer direkt geschrottet. So wie den auch. Der ist auch kaputt. Super klasse. Aber meine kleinen Exosoldaten gehen ziemlich ab und schrotten die Panzer einfach. Man sieht jetzt aber ja auch zum ersten Mal, dass die... Ja.
wie soll ich das am besten sagen? Es ist nicht Bäume umfallen. Es ist nicht unbedingt ausgeglichen. Ja, aber wie man sieht, nehmen meine 4 Soldaten die Panzer komplett auseinander. Aber meine anderen Panzer sind schon direkt kaputt. Ja. Was ein cooles Feature ist, der Soldat hier hat jetzt gerade einen feindlichen Soldaten gefangen. Alter Vater. Ah, meine taktische Waffe ist bereit, okay. Hat den feindlichen Soldaten gefangen genommen. So wie hier, ich habe jetzt auch einen Piloten von meinem Panzer. Ich weiß nicht, warum der jetzt Pilot hat, ist aber auch egal. Hier steht auch Kriegsgefangener. Ich muss jetzt gucken, dass ich den hier zurück zur Basis schicke. Wenn der ankommt, kriege ich dafür Geld. Wenn der Gegner meinen Piloten aber zuerst abfängt, beziehungsweise gefangen nimmt. Das sind noch jede Menge. Holy shit. Ich ziehe mich etwas zurück. Wäre besser. Wenn der Gegner mich gefangen nimmt, dann kriegt er Geld dafür. Ich verschanze mich jetzt hier mal in dem Enemy Airplane Contact. Ach du Scheiße, sind da viele Gegner. Ich kümmere mich mal darum mit einer Superwaffe. Achtung. Tu deine Einheiten weg. Tu deine Einheiten weg. Oh Gott. Tu die weg. Sorry. Ja, die kommen ja auch schon. Achso, du bist bei mir da, ne? Ja. Man sieht jetzt meine Superwaffe ankommen. Die fliegt jetzt hier auf der Minimap. Und jetzt scheppert's gleich. Hoffentlich. Ja, natürlich. Achtung. Wutz. Sehr nice. Bei Manu sieht die Superwaffe so aus, bei mir dauert's noch ein bisschen. Ja, du kannst ja so lange mit anderen Einheiten kämpfen. Ah, meine ganzen Panzer sind kaputt. Also ihr seht schon, das Verhältnis zwischen den verschiedenen Waffentypen, Helikopter, Panzer und sowas. Ich sag's mal so, ein Panzer ist hier nicht viel wert. Ja, ihr müsst mit Masse aufkreuzen. Ja, Masse um was reißen zu können. Ja, es ist wirklich leider Gottes so. Jetzt muss ich erstmal meine Hauptbase wieder finden. Ich muss erstmal hier Platz finden. Man kann auch nicht überall bauen übrigens, ne? Also ich kann jetzt nicht einfach eine Panzerfabrik irgendwo in die Pampa setzen. Es kommt immer darauf an, wo man andere Gebäude hat. Die haben einen bestimmten Radius drumherum, in denen man dann bauen kann. Also man kann nicht einfach überall alles hinbauen. Dazu muss man dann erst so einen kleinen Außenposten. Was ist denn los? Schon wieder Enemy Airplane. So einen kleinen Außenposten bauen. Und in dem Umkreis davon kann man dann wieder andere Gebäude bauen. Ganz genau. Meine Superwaffe ist wieder bereit. Ich Schepper die mal hier kurz auf diese... Tut mir leid. Ihr seht schon, der Mann ist der Schepperer. Ich schepper dich um. Ich weiß nicht, ob da was ist, aber ich vermute es einfach mal, dass sie da Öl pumpen wollen. Schicke ich meine Ölbohrinseln. Schicke ich da meine Superwaffe hin. Die fliegt hier. Und es ist auch ziemlich cool gemacht, dass man sieht, wie die Dinger einschlagen und nicht einfach nur im Nebel des Krieges verschwinden. Ah, was sag ich, da ist einer. Wutz! Gelitten, Junge, gelitten. Gelitten hast du. Gelitten. Ja, du darfst. Ja, ich sag nur, ich hab hier... Ich kann hier übrigens noch andere Fahrzeuge bauen. Wie zum Beispiel einen FedEx. Ja, auch bei der Bundeswehr bekannt. Und ein Burrito. Buratino. Okay. Ja, ich weiß aber jetzt nicht so was. Aber egal. Ist egal. Das sind jetzt schwere Kampffahrzeuge. Ich gebe ab zu unserem Außenberichterstatter Mark. Ja, du kannst mich mal am Sack kraulen. Auf jeden Fall, ihr seht hier bei mir, hat mein kleiner fetter Bulldozer eine Hackerzentrale oder auch Verwaltungszentrum genannt, gebaut. Davon kann ich so viel bauen, wie ich will. Das heißt, die Dinger generieren mir alle 2 Sekunden 25 Credits. Weil die ganzen Ressourcen, die wir anzapfen können, einmal die Ölfelder und auch die Banken sind irgendwann aufgebraucht. Deswegen heißt es, schnell auf DEFCON 3 oder DEFCON 1 kommen und diese Verwaltungszentren aufbauen, um euren Credit-Nachfluss zu sichern. Wer das mit den Credits nicht ganz verstanden hat, geht einfach nochmal am Anfang vom Video, da haben wir es, glaube ich, 5-mal erklärt. Also übrigens, die Credits sind ganz wichtig. Nein, also deswegen, je mehr Credit, Verwaltungszentren ihr braucht, desto besser wird's. Desto besser. Kriegt man dann mehr Credits, ja. Ja, ein paar mehr. Okay. Ja. Ich habe da oben mega auf den Sack bekommen. Mit meinem Ölfeld, weil der Mano da mit einer super Attacke reingeschossen. Ja, wenn er nix hier. Ja. Achso, was ich hier gerade angeklickt habe, das war eine Hydra-Rakete, deswegen die kann ich ausrüsten für meinen Guardian, für meinen Kampfhubschrauber. Das heißt, die schießen einfach mehr Raketen auf einmal ab. Also man hat Möglichkeiten en masse
Hier seht ihr es zum Beispiel in meiner Waffenfabrik mit diesem, ja, mit dieser weißen Kuppel, weißes Zelt aufzurüsten. Mehrere Upgrades für die Panzer, für die, ja, nicht Flugzeuge, sondern für die Helikopter. Ich habe einfach eine riesen Auswahl an Upgrades für verschiedene Waffensysteme, für, ja, Luft und zu Fuß. Kommst du klar, oder? Ja, was hast du noch so? Nee, ich frag nur. Alles gut. Ja. Okay. Ich baue hier gerade meine ersten schweren Panzer. Das, ja, ist aber auch nicht so richtig oder spektakulär. Hab hier meinen Hubschrauber, der mein Finanzzentrum beschützt, genauso wie Exosoldaten. Nö, ich bin im Aufbau. Es befindet sich alles im Aufbau. Ich baue jetzt auch, so wie der Mark, Verwaltungszentren. Bei mir heißen die Dinger halt Außenposten. Die muss ich dann nochmal ausrüsten. Also beziehungsweise zu einem Finanzaußenposten hochrüsten. Und dann verdiene ich da auch ordentlich Schekels dabei. Das ist zumindest der Plan. Ich habe hier jetzt auch so dicke Hubschrauber. Die Valor. So ein Pendant zum Osprey. Alle Fraktionen. Die andere Fraktion, die wir jetzt nicht gesehen haben, das ist das Kartell. Die übernehmen so ein bisschen den Part von der IBM. Was? IBM. IBM? Nee. Ja, so hießen die doch. Doch. Du meinst die Terroristen bei IBM? Ja. Ich google's nebenher mal. Google mal. Moment. IBM, stellen die nicht, machen die nicht Computerprogramme? Na, egal. Nein, das... Das wäre jetzt lächerlich, ne? Hoffentlich liegst du falsch. Oh, shit. Ich sollte mein Maul halten. Ja, ich weiß nicht. Warte mal, Command. Komm, sag, wie heißen die Typen? Ja, jetzt warte. Generals... Ich hab's gleich. Ich baller so lange Superwaffen auf die Gegner. Ja, hau rein. Kriegspartan, hier haben wir sie doch. Die WA, das war die westliche Allianz, das waren die Amis. Dann gab es die AP, das waren die Chinesen. GBA, die globale Befreiungsarmee. Genau, und dieses Kartell übernimmt das so ein bisschen, die sind eher so auf Stealth ausgerichtet. In der geschnittenen Fassung als IBG bezeichnet. Deswegen, richtig, die IBG. Ja, deswegen hat es mich ein bisschen irritiert. Deswegen, ich bitte um Verzeihung, IBM, ja. Super Firma, habe ich gehört. Ja. Ihr dürft mir gern... Machen schöne Programme. Ihr dürft mir echt Hallo sagen. Ohne Anwalt. So, ich habe jetzt hier übrigens gerade eine Atomrakete, beziehungsweise meine Atomwaffe, mein Omega-Blitzer, auf die gegnerische Base abgeschossen. Und man sieht hier so eine kleine Patriot-Stellung. Diese Patriot-Stellung ist dazu in der Lage, meine Raketen abzufangen. Auch die Abwehranlagen, die man praktisch bauen kann. Ich kann hier auch welche bauen. Das sind so fahrbare kleine Trucks, nenne ich es mal. Die sind hier in dem Raketenabwehrzentrum. Ich stelle mal hier so ein Pleppo hin. Muss man praktisch laden. Man muss praktisch Geld zahlen, um dann Salven da reinzuladen. Und dann kommen eben die gegnerischen Raketen und man kann die abfangen. Ebenso wie man die Superwaffen auch abschießt, muss man sie eben auch abwehren. Man kann es nicht einfach so tun. Aber immerhin kann man die wenigstens abwehren, nicht so wie in Command & Conquer, wo man halt einfach gar keine Chance hatte. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja. Okay. Achso, willst du von mir eine Resonanz hören? Ja. Ich dachte so ein Yeah oder so wäre cool gewesen. Aber ist okay, lass mich. Wow. 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 Ich schieße nochmal eine Superwaffe ab. Ja, ist kein Thema. Also der Manu ist schon bei Superwaffen. Ich kämpfe gerade noch ein bisschen mit der Energie. Mit dem Geld.
mit der Kohle, oder? Jetzt bin ich gespannt, ob der hier trifft oder ob der hier abgefangen wird. Wir sehen, ich verfolge jetzt mal ein bisschen die Rakete von Manu. Und? Oh! Nee. Die trifft. Oh! Geil, der hat getroffen. Also das Manu hat schon verleitet mich dazu, direkt noch eine reinzubolzen. Weil der Manu hat schon wieder 12 Stück, weil er einfach cheatet. Das muss man bemerken, der Manu cheatet. Ja, aber cheatet. Der cheatet so ein Geschwätz. Jetzt bin ich gespannt, ob die auch durchkommt. Wenn die auch durchkommt, wäre es natürlich super klasse. Wir sind jetzt schon direkt aufs Kraftwerk. Nein. Was ist? Ja, okay, ich guck bei dir schon rein, warte. Okay. Oh, oh! Und tschüss. Au! Bam. So, jetzt müssten die eigentlich. Sehr schön. Ich werde direkt mit meinen Truppen nachrücken, weil ich glaube, die sind jetzt sehr geschwächt. Haust du rein? Mach ich. Wir gehen schön zu mir. Okay. Ja, ich habe hier ein neues Gebäude gebaut, ein Logistikzentrum, in der kann ich einen Herkules bauen. Das ist dieser Reparatur-Bulldozer, den ich vorher versprochen habe. Ich kann hier auch in dieser... Oh, die haben eine Base gebaut. Ah ja. Red ruhig weiter. Ja, ist kein Thema, unterbrech mich ruhig, kein Thema. Ich kann hier auch die Motoren ausbessern von meinen Bulldozern, sind dann wesentlich schneller auch die Ressourcen abbauen. Und ich kann meine Gebäude ausbauen lassen mit Betonwänden und hin und her. Aber ich halte jetzt einfach meinen Maul, weil der Manu redet gern. Nein, ist okay. Ja. Ich bin hier gerade mitten im Kampf. Weil ihr seht jetzt hier, ja, ich klicke jetzt gleich mal zu Manu rüber, aber ihr seht jetzt hier schon, mein Helikopter wird repariert durch meinen Bulldozer, durch den Herkules. Wow. Nur, dass ihr es mal wisst. Ihr seht auch hier drumrum um meinen Herkules, wie groß der Radius ist, in dem er repariert. Jetzt gehen wir mal schnell zum Manu hoch, was er da für eine Scheiße macht da oben. Ah, schon wieder kaputt. Wo bist du denn? Ach, da. Hier unten bin ich. Unten, Manu. Unten, Manu, unten. So, ich habe jetzt hier die Gefangenen, ich werde die einfach niedermähen, statt die einzufangen, weil mir das so dumm ist. Sowas gebe ich mich gar nicht erst ab. Hier meine Truppen direkt in die gegnerische Base. Steht da drüber, sagt er. Da stehe ich absolut drüber. Das ist super klasse, weil der keinen Strom hat. Terminator wurde zerstört. Oh, da ist so ein kleines Fahrzeug. I'll be back. Ach du je, was kommt denn da hinten? Hast du irgendwas? Magst du mir helfen mit irgendwas? Was brauchst du? Ja, irgendwas. Ich komme. Danke. Ja, aber bis es bei dir ist, ey. Ja, ist schon wieder vorbei. Scheiße. Ich werd angegriffen. Ich werd abgeschossen. Ja, ihr seht sie ja. Ja. Diese Nasen, echt. Wir haben da mein Ölzentrum, was ich anzapfen wollte, angezappt. Aber ich komme jetzt erstmal dir zur Hilfe. Ja, jetzt ist von mir nicht mehr übrig. Wobei, sieht nicht aus, als würdest du Hilfe brauchen. Doch, komm ruhig rein. Connection lost. Ja. User entered your channel. Jetzt Manuel. War ich mal kurz ein Connection lost. Ich hab mich so allein gefühlt. Ja, ich war auch kurz ein bisschen perplex. Warum bist du denn Timeout gewesen? Ja, ich hatte keinen Bock mehr. Da hast du Päuschen gemacht, oder? Ich verpiss mich wieder zurück. Das ist ganz zu erden hier. Jetzt meld die doch um. Ja, was soll ich da? Eine Superwaffe. Nein, Manu. Mann, warum bist du so unnütz? Ja, ich bin halt nicht so cool wie du. Ihr müsst euch merken, der Manu ist einfach richtig cool. Oh. Ne? Ist eine coole Sau. Mann, als ob das keiner weiß. Das wissen die doch. Ja, scheiße war's. Ne? Und dann ein bisschen was auf sich hält. Junge! Ja. Scheiß auf teure Taschen oder teure Schuhe. Also wenn einer was auf sich hält, dann Geminat M klicken, ist klar. Ja, natürlich. Ja, ist doch so. Naja, ich meine, ich mach das. Ja, das sind... das sind die Harten. Und die Harten kommen gar nicht. Ich werde jetzt hier die ganze Zeit von diesen blöden Flugzeugen angegriffen, weil ich... Ja, weil du geil bist. Du bist so geil. Also hause weg. Auch. Ja, okay. Punkt die oben, die Nutten. Ich muss jetzt hier mal so ein Flugkontrollzentrum bauen, damit ich auch Flugzeuge anfordern kann. Derweil pumpe ich den noch ein bisschen mit Atomraketen voll. Jetzt warte ich aber erst, bis die angekommen ist.
Dann sind wir auch mal geschwind bei mir hier. An meiner Bank, an meiner großen Bank. Doch. Okay. Nur geschwind. Ein kleiner Umschwenker zu mir. Ihr seht hier, ich bin jetzt bei der Hälfte meiner Ressourcen, die ich abbauen kann. Der grüne Balken ist, sind die Health Points. Und drunter, wie viele Ressourcen ich noch habe. Das seht ihr auch unten im unteren, mittleren Bereich. Unten. Wie ich abbaue. Wo ich abbaue. Unten. Ja. Und dann schwenken wir wieder um zum Manu. Nee, ist doch in Ordnung. Nee, dann ist er zufrieden. Nee, weißt du was? Dadurch, dass ich... Leck mich am Arsch! Was? Nix. Was? Du hast gesagt, weißt du was? Dann habe ich gesagt, ja, leck mich am Arsch. Du wunderst dich, dass du keine Freunde hast, ey. Nee. Ich habe meinen PC. Ja, schwenken wir doch lieber um zu mir. Hier sieht man jetzt meine Superwaffenabwehr. Hier sieht man jetzt mein Superwaffenabwehrsystem. Ich mach keinen Schnitt rein. Gegen ballistische Raketen, das mit zwei taktischen Raketen bestückt ist, wollte ich sagen. Auch das muss man laden. Kostet hier ein so ein Ding 2500. Ist aber gar kein Problem, wenn man Schnapper, Schäkels hat. Ja, 40.000! Ihr seht's bei mir, ich hab 5.000. Ja, mein Gott. Manche haben's halt und manche nicht. Nein, ich behake jetzt mal unten den Typen. Weiterhin. Vielleicht macht Mark ja auch irgendwann was. Ja, bevor ich dann meinen finalen Angriff starte, beziehungsweise wahrscheinlich auch wir, gell, Mark? Oh, Junge, 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 Junge. Halt einfach mal deinen Rand. Klasse. Würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Machen wir Pause? Pause. 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 Kurze Pause. Alles klar, Pause. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei, wenn wir noch eins machen. Aber müssen wir ja. Nein, die Leute kriegen gar keine Wahl. Müssen. Ihr müsst zuschauen. Also, Mark verlinkt euch dann irgendwo im Eck das Video 2. Warte mal, ich versuch's. Ich zeige in beide Richtungen. Ja, dann zeige ich auch in beide Richtungen, nicht, dass wir nachher nicht wissen, wie wir es schneiden sollen. Also irgendwo dabei sein. Hier ist auf jeden Fall ein Link. So ist es. Klicken. Macht es. Klickt mich hart.